was geht und was nicht geht. Es gibt Leute, die kennen nichts. Keine Vorsicht und keine Rücksicht. Keine Anstand und keine Abstand. Die drängen, zwängen, drücken ins Tram, in Bösse, Zugang. Man könnte ja meinen, wer sie seien. Man lässt die Leute zuerst aussteigen. Man kann auf der Fahrt ein Nickerli machen. Drei Stationen zu spät aufwachen, über all die flachen Blicke am Abend Witze lachen. Man kann Techno hören mit Kinderkiefeln. Man kann Hosenträger, Gummistiefel oder Zwenny anhaben. Hinten vor und nebendran die Leute mit Handygesprächen entzücken, die Masken an das Kinn abrücken, Gub Dänemark verdrücken, Soßensäulen auf den Sitz, ja, das gibt's. Man kann nach Haarspray stinken, Wodka ab der Flasche trinken, man kann Kater tanken, Lallen schwanken, man kann die ganze Fahrt überschwiegen, aber man lässt die Leute zuerst aussteigen. Man kann zur Not auch ein bisschen flunkern. Für die Apokalypse Ravioli bunkern. Man kann sogar noch freiwillige Finger, die Röseli-Köhli auf den Tisch springen. Beim Besuch der Salat mit Schnäckli strecken. Bei Lieblingssendung das Kästli verstecken. Beim Versteckenspiel einfach heimgehen. Ein paar Millionen Steinhau. Fragen wälzen. Fragen wie, ob und wie man Tabaksteuer hinterziehen kann. Hinterziehen, führen sie sein Kind verziehen, immer vor dem Gewissen fliehen. Man kann die Wahrheit verdrehen. Also die Dreiheit verwahren und Buchstaben verwechseln. Schliesslich ist ja nichts in Mai gesteißelt, ist ja nichts nix und gefagelt, also nichts fix und genagelt. Man kann gute Miene machen zum bösen Spiel, zum untergangen, gefreuten Figen, aber man lässt die Leute zuerst aussteigen. Ja, man kann das Gesetz beim Kleider kaufen. Unerlaufen. Vier statt erlaubten drei Artikel in die Kabine nehmen. Man kann sogar mal kein Trinkgeld geben, sogar im Unterricht Kätschi-Kätschen, beim Rektor die Lehrer verrätschen, Fliegen, Mucken, Schmetterlinge tätschen. Man kann durch Null dividieren oder Semmel probieren. Man kann die Rolltreppe durch links stehen, blockieren. Wobei das schon sehr, sehr näher Grenzen. Man kann mal Schuld, Sanat zu schwänzen. Man kann nicht in der RS, nicht in WK. Weil ich habe Rücken WK, wo ich mit meiner Zeit viel mehr anfangen kann. Als warten, walken, Teele trinken. Man kann beschwenkt sein, slowly thinken. Dafür in Burger, Buden, Fast Fooden. Man kann ohne zu catchen, abschlucken und sich täglich Kebab reindrücken, bis es einem dürümlig wird. Man kann ohne Ende reinbiegen, aber man lässt die Leute zuerst aussteigen. Ja, was muss sein? Was muss sein? Dann kann man sogar mit Italienern über ihre frühere Währung lehren. Man kann sogar mal besoffen arbeiten und nüchtern feiern, wegen Delfinen ausflippern, als Moby Dick bei den Wahlen kandidieren. Man kann sich mit einer Geiss verbocken, der Partnerbörse die Freundin verzocken. Man kann sogar ein gratis Müsterli klauen, maskiert auf Wanderwegen Bänkli überfallen. Einmal im Leben die Gescheiden und Schlauen das Cleverly Hills besuchen, mal wieder auf ein Bergli suchen. Man kann ohne Gurt auf den Gurten. Man kann ohne Augen auf Algerien. Man kann ohne BH auf Bahamas. Man kann ohne Husten auf Katar. Und man kann ohne Verkältung auf den Niesen. Ja, man kann alles stehen, alles liegen, aber man lässt die Leute zuerst aussteigen. Man lässt die Leute zuerst aussteigen. Das alles hat der grantige Blick von dem Mann mit dem Rollator gesagt. Zu mir, der in die S-Bahn will und ihm mit im Ausgang steht. Und unter seinen grauen Brauen steht ihm die Frage in die Augen geschrieben, wo ich mich anstange und die Erziehung und die Manieren sind geblieben. Und ich weiche zurück, oh, excuse, sage ich, und du erschrocken. Mein Blick hingegen, das sagt vermutlich, mach vorwärts, Beppo, ich will hocken.